Wieder so Deal. Dann lassen wir euch mal hier einsteigen mit, ne, einer Akademie. Guten Tag. Guten Morgen. Ist volle Hütte langsam, aber es ist morgens in den Berufsverkehr. Weil zumindest keine Fahrscheine, wir sind ja gute Fahrgäste. Mit euch kann man arbeiten. Decken sich eure Chefs bestimmt auch, deswegen dürft ihr gleich morgens um 7 hier antanzen. Wo haben wir denn überhaupt im Game? Mal ganz kurz. Ja, meine ich ja. War aber echt früh, du, ne? Also 6 Uhr ist... Gut, ich habe jetzt Sommer, deswegen ist es noch ein bisschen schon wenigstens heller, aber... Also ist schon eine Uhrzeit, ne? Vor allem, da darfst du ja 5 Uhr irgendwas aufstehen. Boah, das habe ich auch früher mal mitgemacht. Oh, das ist super. Ach ja, ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit zurück. Hirsch, ich stehe um 4.30 Uhr auf und krieg das auch. Ja, es ist schön für dich. Hirsch, ich kann erst morgen um 5 schlafen gehen, weil ich Nachtdienst... Ja, das passiert auch. Ja. Wolltest du mal gesagt haben. Achso, ich muss hier da und so, ne? Haben wir da nicht gerade? Achso, das ist nochmal was anderes. Okay. Fahren wir ein bisschen weiter durch, ne? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wieder einsteigen. So wird eh keiner nach vorne. Ja, im schon. Oder steigt die aus? Die steigt aus. Ja, gut. Dann brauchst du es soweit. Ist da jemand? Sie ist so richtig schlecht. Guck mal. Wenn der das Licht anhält, den würdest du ihn sehen. Aber so sieht sie denn echt schlecht im Spiegel. Also, liebe Leute, macht Licht an. Ich finde das echt wichtig. Nicht nur, um besser zu sehen, sondern auch besser gesehen zu werden. Immer möchtest du rüber? Nee, okay. Technologie-Schnetsch. Ach, Rossmann, guck mal. Das ist trotzdem Rossmann. Süß. 20% Rabatt. Wir müssen jetzt alle einkaufen bei Rossmann. Oder 30 Stück Fleisch für 8,49. Kaufen Hackfleisch oder was das ist. Lecker Hack. Das Hack kann man echt tolle Sachen machen. Zum Beispiel ein Computerspiel. Ne, wo es auch um Garnelen geht oder um eins, wo es auch um Brezeln geht. So, und wer jetzt vielfältig Sachen auf dem Kanal verfolgt, weiß beiden Spielen, um was es geht. Ja, ja. Ihr könnt euch gerne das imaginär auf die Schulter geklopft fühlen, wenn ihr das jetzt verstanden habt, die beiden Anspielungen. Tatsächlich könnt ihr das. Alter, finde. Bei euch lasse ich tatsächlich mal in allen Türen einsteigen, du. So, ne, auch mal ganz hinten bitte. Nutzt ihr das auch? Nee, also zweite Tür, aber gut. Also dritte Tür wäre viel praktischer. Da kann ich, wenn ich hier Fahrkarten verkaufe, nee, also 20 gewinne ich so zurück. Normal ist okay. Der ist 20, das kriege ich noch raus. 30, 30, 30, 50 und 1. Ach, auch mal Normali, okay. So, da, 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 da. Da, da, da. Nee, du kannst heute so durchfahren. Dem ziehe ich das Geld ab. So, 3, 50, 1. Bitteschön. Ja, waren da noch einige Fahrgäste, du. Aber so ist es, ne? Habe ich überhaupt Dings gemacht? Nein, Mist. Ja, es tut mir leid, ich habe die Ansage vergessen. Meine Studenten sind schlau, die wissen, dass man hier aussteigt, vermute ich mal. Wobei, ich habe gerade den Studenten traue ich am wenigsten zu. Einfach weil ich selber einer bin. Aber. Ach ja, ich weiß ja, wie es ist. So, nächster Halt. Genauso ist es. Ne? Und hier ist wahrscheinlich die Gegenseite der Universitätshaltestelle, weil das da wahrscheinlich jetzt ist. Genau. Sieht so durchaus so aus. Alter, für diese Straße, du. Oder würde ich lieber rechts auf dem Gehweg fahren, dann sieht die Beschaffenheit durchaus besser aus. Ach ja, komm, lass mal auf dem Gehweg fahren, du. Das Kind freut sich bestimmt ausweichen zu dürfen, weil da so ein 15 Meter Oschi irgendwie drauf zurast. Das heißt, rast ist ja auch relativ. Boah, nicht aufsetzen, bitte. Oh, das könnte böse werden. Kann der Bus in die Hochpumpen notfalls? Ah, es hat aber gepasst. Sie sind extra nicht so schnell gefahren, weil sonst hätte es, glaube ich... Ich glaube, es hätte die Wahrscheinlichkeit bestanden, dass man die aufsetzt. Und das wäre, glaube ich, hätte wäre böse geworden. So, da vorne müssen wir rechts. Sogar grün. Zieh. Sie würde nicht sein, dass der Bus untermotorisiert ist. Nein. Also, es war gerade ein Vollgasfahren. Na gut, es ist ein Linienbus und kein Rennwagen. Ne, es ist ja immer ein schöner Vergleich.
die man tatsächlich auch ab und an mal vielleicht zu schätzen lernen sollte. Wenn man da so manche Leute um sie fahren sieht. Ich weiß, im Simulator kann man alles machen. Das soll auch jeder so handhaben, wie er möchte. Exakt. Wie ist es denn überhaupt so? Nein, nein, du nix. Nein, du auch nicht. Uns kommt halt gar nicht mehr an. Wir sind schon voll zu spät. Ist denn noch so Universität da? So also ein bisschen, du. Gut, dann sollten wir uns wahrscheinlich auf den Weg machen. Ob unserer Verspätung, du. Was macht ihr da vorne? Ihr macht das super. Ich bin so stolz auf euch. Ihr könnt so toll die Spur wechseln. Also davon sollt ihr echt einen Orden von deinem Verlieren bekommen, ja. Exakt, so ist es. So geradeaus, oder? Ist aber rot. Wenn die bremsen, oder... Die bremsen einfach nur aus Spaß. Gut. Dann werden wir die... Dings hier, Situation ergreifen. Gute Straße und freie Fahrt. Um mal so ein bisschen hier Geschwindigkeit aufzunehmen. In Form dieses Let's Plays. Immer wenn ich das Video aufnehme, kann ich auch ein bisschen Geschwindigkeit nebenher aufnehmen. Ich bin ja sehr multitaskingfähig, wie Prozessoren auch. Boah, ich könnte mal wieder so ein paar Computer-Dings zu Anekdoten erzählen. So. Good to know Computersachen. Kam ja am Anfang, also wo ich das mal gemacht habe, tatsächlich ja jedes Mal habe ich positives Feedback bekommen. Gut, die teilt Leuten, bleh. Die Leute, die es nicht sehen wollten, haben wahrscheinlich aber abgeschaltet, bevor ich nach Kritik gefragt habe. Aber deswegen ist das Stimmungsbild immer so ein bisschen schwierig. Ob das gut ist, weil dann meistens nur noch die Leute zuschauen, die das eh gut finden. Und deswegen, ja, ne? Ich glaube, ihr versteht. Aber ich glaube, das könnte ich... Ja, ich blinke seit ewig... Nee, du bist doch ein Penner, bist du. Ich blinke seit Ewigkeiten links. So, genau dich meine ich. Wenn ich jetzt ein Arsch wäre, würde ich jetzt auch auf die Bremse hauen, das ist mir hinten drauf. Aber ich bin ja ein lieber netter Mensch, du. Ne, aber für mich so ab und an mal so wieder so eine Computer-Anekdote. Ich glaube, das könnte man wieder einmal. Weil ich habe wieder so das eine oder andere Interessante gelernt, was man auch irgendwie erzählen könnte, was interessant ist. Allerdings eher wieder so ein bisschen auf Betriebssystem und Prozessorebene oder sowas. Weiß ich, da kann man so ein bisschen, das kann man sich ein bisschen besser vorstellen. Also Softwareentwicklung, da gibt es jetzt nicht so coole Sachen, weil man da nicht so drin ist als Otto-Normal-Benutzer. Aber so Hardware und so Prozessor sind, glaube ich, vergleichsweise interessante Sachen. Ja, kann ich mal so anpeilen. Also wenn ich dann irgendwann mal, wie als guter Student üblich, mal wieder meinen Stoff durchgehe und mir was auffällt, was interessant ist, dann, ich wechsle da gerade mal, dann kann ich das da mal mit erzählen, du, ne? Oh. Warnblinker. Stau. Brems. Hätte eine gute Bremse. Ich glaube, ich muss eh rechts. Das heißt, ich könnte mich da bei Gelegenheit mal dafür eintragen. Für die Spur. Nur, ich glaube, das interessiert keinen, du. Ach, guck mal, ihn interessiert's. Danke. Das könnte hier eng werden, aber das passt alle ganz gut, ne? Weißt du, ob das da vorne so eine Haltestelle? Ich glaube schon. Ich habe mich jetzt mal dafür angemeldet, hier zu sein. Ich hoffe mal, dass da... Nee, es ist keine Haltestelle. Sah nur so aus. Ja, er kann keine Haltestelle sehen. Warum ist er so? Warum ist er so doof? Ja, das könnt ihr euch gerne fragen, warum ich so dumm bin, aber... Ach ja, so ist es. Da machst du nichts. So. So. Bitte warten Sie, da ist ein bisschen mehr los heute. Dieser Berufsverkehr, deswegen... Ist das sehr verständlich, warum heutzutage nicht der Besitzer eines wunderbaren Exemplares Busmonatskarte sein will, ne? Immer schön Werbung für Busfahren machen, das ist super. Und effizient für Umwelt. Und sehr gut verstehen wir, weil Josh heute schon ganz viele Aufnahmen von OMSI gemacht und dann Stimme langsam drunter leidet. Ich merke gerade, voll kratzig im Hals. Merkt ihr wahrscheinlich nicht, aber ist sehr unangenehm gerade zu sprechen. Aber es ist so, is it. That's just how it is. Sagte auch schon eine Weise der Vordenker in unserer Zeit. That's just how it is. Und nach diesem Lebensmotto lebten wir auch weiterhin in dieser Gesellschaft und verkauften unsere Fahrscheine, als ob es keine Ahnung was wären. Es ist alles gut. So, weiter hier. Alter, finde ich das gerade heftig. Oi, oi, oi. Ah, gut, die letzten Minuten halte ich auch noch durch. Wenn nicht, dann
Habt ihr irgendeine so mit der Defenstimme? Ach, das, ich weiß nicht, was für eine Stimme geht. Genau diese Stimme geht voll auf die Stimme. Also die ich gerade da... Alter, finde da vorne echt gut was los. Und vor allem alle in die Richtung. Gegenrichtung ist frei. Boah, ich darf keine Stimme imitieren. Das geht ja voll auf die Stimmbänder. Alter, finde. Boah. Also ich muss ehrlich gesagt sagen. Ich habe irgendwie immer... Es ging irgendwie immer mit dem Aufnehmen und so. Das haben immer auch andere Leute gesagt oder andere Player oder sowas. Ja, so nach ein paar... Immer so eine Stunde aufnehmen, merkt man das schon im Hals. Und ich so, ich hab das noch nie gemerkt. Das ich alles immer, hat immer geklappt. Vor allem, weil ich auch in der Vergangenheit häufiger mal immer so längere Aufnahmesessions mache, hat eigentlich, ehrlich gesagt, immer gut funktioniert, so generell. Und jetzt heute merke ich es das erste Mal, dass es voll auf die Stimme geht gerade. Also entweder ist es sowieso was im Anflug und deswegen ist es so, oder ich werde einfach alt. Genau, Josh. Nein, nicht die Stimme, bitte, auch. Genau, Josh, du wirst alt. Ja, genau du. Das kann ich nur noch so creepige Stimmen machen. Ja, genau, voll creepy. Sowas geht noch. Weil dann brauchen wir nämlich gar nicht so viele Stimmbänder. Jetzt gucken, es kräuseln sich alle Angst durchgeflößt unter ihre Decke, weil sie jetzt Angst haben. Alter, für meine Stimme. Boah. Das Traurige ist, mir ist das schon öfters mal aufgefallen, entweder bei mir oder bei anderen Leuten, die erzählt haben, boah, meine Stimme, der geht's gerade voll scheiße. Auch in Let's Plays oder sowas. Wo das eben erzählt haben. Ja, ich bin ein bisschen zu spät. Die das eben erzählt haben. Und dann habe ich mal so ein bisschen drauf geachtet, wie sieht das denn ab, ob sich das irgendwie anders anhört. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, nein, es hört sich nicht anders an. Also komplett gar nicht anders. Und bei mir ist es irgendwie ähnlich so. Also es hört sich, wenn man sich das dann... Oh, ist ja der alles Penner da. Für was blicke ich eigentlich links? Dankeschön. Also, dass man das tatsächlich irgendwie gar nicht akustisch hört, so auch trotz des Mikrofons oder sowas. Aber es fühlt sich halt sowas von, weiß nicht, es ist aufwendig quatschen. So, kann ich da, soll ich mal assi sein? Oh, dann fahr halt auch vorbei. Mensch, dann überhol auch. So, ich fahr mal ein bisschen zu hier, ne? Oh, ne, ist nichts Haltestelle. Nein, hier ist nichts Haltestelle. Guck mal, war nichts für uns Haltestelle. Jetzt kann ich wieder darüber. Ich habe nur ein paar Autos gut gemacht, ne? Ich hoffe, das war gut. Das war sehr gut, Josh. War super. Hast du fein gemacht. Okay, ich bin sehr stolz auf mich. Ich werde mir bei Gelegenheit selber einen Keks überreichen. So ein Spekulatius, wenn es wieder Weihnachten oder so. Die kann man auch wunderbar in Naturjoghurt bröseln. Joshs Kochtipp der Woche. Spekulatius-Kekse zerkrümeln und mit Naturjoghurt essen. Mega geil. Alternativ auch Nutella mit Joghurt. Boah, ich bin voll auf dem Nutella-Trip zurzeit. Es gibt natürlich auch noch andere Nuss-Nougat-Creme-Hersteller. Ja. Just saying. Ja, aber das finde ich zum Beispiel zurzeit echt lecker. Also man kann recht, mit Naturjoghurt kann man echt viel machen. Und dann finde ich vor allem stichfesten Naturjoghurt mega geil. Also es gibt natürlich einen teuren von Landliebe. Gibt aber auch eben von ein paar Eigenmarken von Supermärkten und Discountern gibt es auch stichfesten Joghurt. Und, ja, zum Beispiel bei Penny gibt es stichfesten Joghurt. Das ist genauso günstig wie der andere von normalen anderen Dingern auch. Und der ist lecker. Ich mag ihn. Und damit kann man voll tolle Sachen machen. So, wie sieht es denn jetzt so generell so aus? So, Fortschnitt. Okay, so eine Minute noch. Ich schaffe es auch noch. Ja, schaffen wir. Weil ob das da vorne eine Minute ist, ich weiß ja nicht. Bei einer Minute, nachdem wir an der nächsten Haltestelle waren. Ah, okay. Das wird dann noch ein bisschen... Tadabidabidu, schwabidabidabdidu, aber ist ja grün, ne? Wir können mal fahren. Bergrunter kommen wir sogar aus dem Quark halbwegs. Weil die Bremsen schon wieder... Oh. Es ist aber echt viel los, vor allem in die Richtung jetzt. Das ist echt heftig, du. Du bist echt heftig, ne? Oh ne, die wechseln da so rüber. Oh ne, bitte nicht. Lasst mich mal fluchtartig bitte da. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass er auf meiner Spur rumspawnt. Es ist meine Spur. Die klauen mir meine Spur. So, die... Nein! Was blinke ich denn eigentlich, Penner? So, sehe ich da irgendwas mal? Lässt mich mal irgendjemand da? Guck mal. Nee, lässt natürlich nicht.
Ich kann nicht mehr hupen. Ach doch, ich habe auf G gedrückt. Ja, auf G kann man nicht hupen, Josh. Aber ich glaube, als Bus ist man hier ein bisschen besser aufgehoben. Also war ganz schön... Also Kreuzungsbereiche sind jetzt schon heftig. Nur so von den... Mit den Pfäden haben die hier nicht so. So spawnen und die spawnen die ganze Zeit welche. Ach ja, guck mal. Telekom. Ah, oh, Telekom. Super Firma. Sehr gut, Telekom. Und Autos da vorne auch sehr gut. Sie schalten an Haltelinie. Ja, haben sehr gut gemacht. Und jetzt fahr den zu, weil sonst ich nichts bekomme. Ampelphase und dann ja noch mehr Verspätung. Wie viel Pause haben wir denn? Ach, die wollen aussteigen. Ich hab gehört, die wollen einen Fahrschein haben. Aber wir haben 10 Minuten Pause. Heißt, wir können haben 10 Minuten Verspätung. Und das trotzdem noch in Ordnung. Boah, der arme Bus. Es geht voll auf den Motor, ey. Und das Getriebe. Guck mal, das ist die Haltestelle. Jo, und Manni möchte mit. Na, das ist eine super Idee. So. Ich sag, einmal Fahrgastwechsel bitte. So, jetzt wird ein bisschen leerer hier. Guck mal. Sind wir gleich uns zu dem Ziel nähern und dann müsste jetzt der Terminus sein, oder? Lass mich raus, ich blinke. Nee. Nee, dann fahr halt nicht rein. Was hat er das noch verbremst bekommen oder was? Oh. Hab ich einen Unfall? Nee. Guck mal, Idiot. Und ich weiß, man muss nicht immer sein. Oh, du bist auch ein Depp, ne? Dass irgendwann mal merkt, dass man da rüber muss. Nee. Aber wichtig ist immer Schritt 1 erstmal auf die Bremse dappen. Das ist immer wichtig, erstmal so wegen. Ding und so. Aber der Bus bremst halt leider ein bisschen schlecht. Deswegen ist ja ein bisschen schwierig. So, die möchten es auch mit, oder was? Ist nochmal eine Haltestelle. Okay. Ja, gut, dann ist noch kein Terminus. Aber irgendwie sich hier halten? Also eigentlich ja nicht, ne? Keine Ahnung. Ja. Steigt halt noch mit ein. Aber Fahrscheine gibt es keine mehr. Kasse ist zu. Kasse geschlossen. Ja, brauchen noch nicht beschweren, dass ich spiele zu spät. Ich sowieso nicht mehr fahre den Wald, ich sowieso gleich da. Also nichts beschweren, ihr. Ja, beschweren nur. Beschweren alle nur. Ist okay. Mit mir können machen. Ist in Ordnung. Und der Bus kommt ja echt nicht aus dem Quark. Aber so ist es. So ist es Leben, mein Junge, ne? Oh, der wird ein bisschen enger als erwartet. Ja, hast du auch mitbekommen. Ja, ist alles gut. Weißt du, wenn du steigen ein von vor der Haltestelle nach genau hier hinten, dann brauchen auch nicht wundern, dass Bus kommen spät und nicht so langsam. So. Guck mal, Stadtbahnumstieg. Ist aber tolles hier. So, da können wir in die Straßenbahn umsteigen. Du müsst ja alle aussteigen, das wisst ihr ja schon. Das ist Endhaltestelle. Ja. Ist da. So, bitte aber mal. Ja, Endstation. Aussteigen. Dann bleibt halt im Bus. Ist mir Wumpe, du. Macht, was ihr wollt. Ich sag Tschüssi und wir sehen uns dann halt einfach mal in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ja, ne? Immer schon aussteigen, wenn der Bus da ist. Ist wichtig. Tschüssi.